falschen Chefs wehrt und sie verachtet ihre Mutter, weil die glaubt, durch die Herstellung ökologischer Taschen die Welt retten zu können. Das nutzt der charismatische Alfon aus. Es ist die große Stärke des Romans, dass er das allmähliche Auseinanderfallen der Familie beschreibt, das Nebeneinanderherleben, die Sprachlosigkeit. Aitor liebt seine Kinder, aber er kennt sie nicht. Und die Lügen, die man sich meist aus Hilflosigkeit auftischt, sind auch nicht vertrauensbildend. Aufstand besticht durch lebendige Dialoge. Cosmo, um genau 15:24 am Sonntagnachmittag. Gletscher schmelzen, das ist leider... Ob man sehen kann, ob Jennifer mit dem Typ verwandt sein könnte oder nicht. Ich sag mal so, es ist doch sehr verblüffend. Aber jedes Wort von mir... Nicht mehr. Da hatte ich dann erkannt, wie spannend das doch auch ist und dass ich auch da einen eigenen Weg finden kann. Hoffentlich auch, oder denke ich mal, lebe ich auch heute noch. Wie kann das gelingen, dass man da so einen eigenen Weg dann findet? Weiß ich nicht. Seit Jahren, wenn wir es schaffen, das Ruder rumzureißen und unseren Treibhausgasausstoß zu reduzieren, dann können wir vielleicht noch die Hälfte retten. Das hört sich erst einmal nicht so gut an. Können wir... Zweitgeborene, eine Dreizimmerwohnung, in der er eigentlich mal leben wollte, jetzt ist sie sein Atelier. Das nicht mehr zu erreichen, dann müssen wir uns auf die nächsten Grade fokussieren. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall das 2-Grad-Ziel halten. Wir haben aber noch die Möglichkeit, alles zu retten im Sinne des 1,5-Grad-Ziels, indem wir einfach massiv umsteuern und wirklich alle Sektoren, Verkehr, Energieversorgung, Wärme umstellen auf letztendlich regenerative Energiequellen. So schnell wie möglich, nach Möglichkeit innerhalb von einem Jahrzehnt. Und welche Regionen?